So, herzlich willkommen zurück, gepflegte Lego-Freunde, hätte ich bald gesagt. Ich bin ein bisschen durch den Wind, ist alles in Ordnung, ich habe viel gearbeitet in letzter Zeit. Tobias ist noch da, der hat ja Freizeit, er macht ja sonst nichts. wir bauen Herr der Ringe, die Minen von Moria und sind bei Türchen Nummer 2. Nicht erschrecken, weil es auch gerissen ist. Wir haben gedacht, Türchen 1 fehlt, ein Steinchen, war aber dann doch nicht der Fall. Ja. Hat sich also alles geklärt, alles gut. In der letzten Folge haben wir ein paar Skelette in Serie gelegt. Ja, sehe ich. Gut. Und wieder so wieder. Was heißt hier wieder? Ja gut, ein einziges Mal oder so. Hallo, kommst du da raus oder muss ich dich zwingen? Nein, ich muss dich zwingen. Okay, dann zwinge ich dich. Hallo. Recycling! Du bist es schon am Bauen, dabei könnt ihr noch gar nichts sehen. Also hol ich euch das Skandal. Nee, Gandalf ist gerade nicht da. Skandal. Gandalf, ein Sperrbezirk. Genau. Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch gut, ja. Gandalf in Rosi. Ja, sehr schön. Ja, ich bin schon hier bei Schritt. Ja, ich hab's gelesen. Gelesen? Ja, ich lese was von meinem Blinden auch. Okay. Er hat gelesen, wo ich bin, ne? Sehr gut. Ja, und? Kommt noch mit? So. Zack, zack. Ja, mal gut. Ich will was sehen. Ich will was sehen. Ja. Was man nicht baut, kann man nicht sehen. So sehen wir nur Steine. Das ergibt der CD ein Bild. Das stimmt. Ja. Was? Was er redet. Weiß ich auch. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Nimm den hier. Nein, den nehme ich nicht. Den nehme ich. Du, die, du, die, du, die, du. So. Jetzt bauen wir das Eingangstor sozusagen. Oder? Ach, ist das reingehen? Leuchtet das dann auch? Nee, der Raum, wo. Also das Tor zum Raum, ach so, wo die. Das Tor zum Raum in einer anderen Welt? Nein, wo der Sarg steht. Das Tor zum Raum? Zum Raum? Zum Raum? Zu einer anderen Welt? Zu einem Raum, wo ein. Ist kein Slider, ist also. Kein was? Sliders. Was ist das denn jetzt? Das war eine Serie, wo die durch ein Tor gegangen sind und an einem Raum und Zeit waren. Kenn ich nicht. Du kannst blättern. Kann ich? Ja. Ja, sicher, sag doch. Sicher. Fertig. Gibt auch noch eine zweite Seite. Fertig. Fertig. Ja, ich hänge ein bisschen hinterher. Wo ist der Schatz? Auch wieder ein geiler Porno, ich hänge ein bisschen. Ja, heute schon das Thema. Ja, Pornotitel. Wer es nicht mitgekriegt hat in den letzten Tagen, wir denken uns, das heißt, das denken wir uns aus, es kommen halt immer wieder spontane Worte. Ja. Und dann macht man daraus einen Pornotitel. Irgendwas, was thematisch passt. So. Kennst du es denn nicht? Jetzt hängt er hinterher. Das ist. Aha. Schön. Ja, das war es auch schon. Aha. Meins. Zweimal das Ganze, also. Nein, das ist dann so. Auch nochmal zweimal das Ganze. Das werden jetzt die Türhaken. Die Türhaken? Oder Türhaken? Ja, genau. Tyraken. Tyraken. Ist das ein helleres Grau? Nee, ne? Das müsste das sein. Nee, das ist dasselbe Grau.
Wenn es heller ist, dann... Ist es ein falscher Stein, okay. Richtig. Ich bin schon fertig, also... Gucken wir mal ein Thema mehr. Ich wollte es nicht so sagen jetzt. Ich bin schon fertig. Ja, du weißt ja, ich denke gerne zweit an dich. Die Zuschauer wissen das, glaube ich, auch schon. Was suchst du denn? Ja, hier oben drauf. Diesen grauen Einer. Wahrscheinlich hast du wieder irgendeinen so einen, wo der schon drauf ist oder drunter ist. Nein. Das doch, da ist er nämlich. Kann ich ja lange suchen. Sorry. Entschuldigung. Nein. Nee, hast recht, der kommt da gar nicht hin. Ne? Als Eingangstür wäre schlecht, wenn das nicht da ist. Jetzt muss man natürlich auch die richtigen nehmen, ne? Ja, ich hab weil schon. Weil ist halt schon geklebt. Du kriegst den hier. Du kriegst den hier. Ja, dann stell den auch drauf, Mann. Was soll denn da? Wenn ich deinen schon draufstelle, kannst du mal. Das ist übrigens der falsche. Nee, ist richtig. Nee. Das ist richtig rum. Ach so, den hast du. Ja. Ich hatte was an. Der ist beidseitig beklebt. Beidseitig. Ja. Achso, da kommt ja noch so eine Mauer drunter. Die Mauer muss weg. Boah. Weil es ja immer schlecht. Ja. Politisch werden wir ja nicht. Nicht? Naja, man könnte. Wenn man wollte. Also, wir können uns ja immer politisch unterhalten, das weißt du ja. Ja, wie unter uns schon. Aber während eines Videos kann das schnell nach hinten losgehen. Ich weiß. Und du weißt. Aber eins können wir ja sagen, Nazis raus. So. Das kann man immer. Dann stelle dir doch bitte auch die Frage, wo raus und wohin? Denn wer will die schon haben? Ja, das ist richtig. Klugerweise hat sich Europa damals ganz schön aufgeregt, als ein paar tausend Nazis aus Deutschland ausmarschiert sind. Ja. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Känguru-Buch. Ja, dann machen wir einen eigenen Staat für die und dann kommen die alle dahin. Der Nazi-Staat. Den nennen wir dann Germania. Genau. Ist auch böse. Hey, dann sollen sie sich einen Namen selbst ausdenken. Ja, die würden den glatt übernehmen. Hinzu kommen dann noch die ganzen Vergewaltiger, die Rocker. Ja, genau. Die Pädophilen. Ja. Kann sie dann direkt alle mit einsetzen. Ja, richtig. Und alle, die freiwillig bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus mitmachen, können sie auch da. Beziehungsweise wieder rein wollen. Ich will zurück, ja, das habe ich mitgekriegt. Was für ein Blödsinn. Was für ein Bullshit. Entschuldigung, aber. Nein, darüber kann man sprechen. RTL ist okay. Die kennen das ja schon. Aber es ist unsere Meinung. Ja, wir vertreten nur unsere Meinung. Es gibt natürlich auch Fans da draußen, aber. Nee, ich glaube nicht. Ja doch, klar. Es gibt Leute, die lassen einfach aus Versehen den Fernseher und das wird dann als Quote ermittelt. Das ist einfach falsch. Das sind keine Fans. Achso, das ist schon da. Und heute den einen hast du nicht, ne? Ja, genau. Mit Blatter. Diesen... Wo ist es? Ja. Da. So, jetzt. Ja, wir müssen ja auch mal Statements hier abgeben, ne? Ist ja auch wichtig. Ja, darf man sich nach einem Jahr mal anhauen. Irgendwas stimmt nicht. Tränen. Bisschen. Aber dann sind die Haken auf der falschen Seite. Welche Haken? Diese. Die jetzt hier sind, die müssten hier sein. Stimmt. Da passt was nicht. Da hätten wir drehen müssen, deswegen. Die falsche Lösung. Kommt das dann. Nee, warte mal ab, wo kommt das denn dann? Kommt das dann so? Nee. Oh Gott. Da haben wir jetzt mal nicht aufgepasst durch unser politisches Kalender. Ja, so schnell bringt der Politiker aus der Verzweiflung. Und ist das. Nee, das ist richtig. Das ist auch richtig. Und da.
kommen trotzdem die Steine noch drauf. Wie fehlen denn dann jetzt? Sind denn da auch Haken dran? Das weiß ich jetzt gar nicht. Hier hinten, weißt du das? Kommen hier auch Haken drauf? Schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. Ja, sicher. Dann kommt das so. Hätten wir es auch drauf lassen. Insofern, das ist es ja noch nicht. Tada! So, jetzt passt es wieder. Nee, bei dir ist es anders. Wie, bei mir ist es anders? Du hast da so eine Ecke daran. Aber wie ist da eine Ecke drin? Nee, das ist eine Ecke, was du da machst. Ja, erst noch, da kommt eine Ecke. Ja, die Ecke kommt da hin, da rein, nach außen hin. So, dann kommt hier, da kommt die Ecke rein, siehst du? Ja, okay. Wo hast du denn jetzt? Da, da kommt die Ecke hin, hier. Ist ja gut, ist ja gut. Jetzt passt es. Jetzt kannst du wieder zurückgehen. Zurück zum Glück. Und dann guckst du mal, wie du klarkommst da. Achso, du musst gar nicht bauen, deswegen wartest du jetzt. Ja, ich komme ja nicht dazu. Ich kann ja gerade nicht. Kannst gerade nicht. Schlecht. Auch schon natürlich, kann gerade nicht. Ja. So. Flacher, grauer, zweier. Ja. Wo ist der? Ach so, entschuldige. Nee, der muss flach sein. Auch nicht. Schwarz? Nee, flach. Hier, der. Ach so, oben glatt. Hier, der hier. Ja, danke. Frag mich. Frag ich doch. Ich weiß alles. Ich weiß alles. So, jetzt darf ich. Jetzt hol ich mir meinen Stein erstmal wieder. Den bräuchte ich nicht. Ich fang schon mal die nächste Seite an. Mhm. Drei. Den ist ein Schwarz, habe ich hier einen. Das ist in den Schwarz-Grau. Da ist ein Vierer, den brauchst du nicht. Da nimmst du den. Ja. Bevor der andere kommt. Ich habe immer gefragt, ob das von Lego gewollt ist, dass das funktioniert. Das glaube ich schon, dass es gewollt war. Wird das irgendwo mal genutzt? Bestimmt. Glaube nicht. Bestimmt. Ich meine, ich habe früher gern so gebaut. Ja, ich auch. Dann kannst du immer prima so Abstände so. Weiß ich nicht, ob das so gewollt ist. Doch, auf jeden Fall ist das gewollt. Damit man auch kreativ bauen kann, ne? Nee, Lego will ja nicht, dass man kreativ bauen. Doch, klar, weil ich will das auch Lego. Sonst gibt es ja nicht diese Classic-Sets. Ja gut, das sind auch Häuschen. Nee, diese Classic-Sets, wo diese Boxen halt, wo nur Steine drin sind. Ja. Ja. So. Und nicht wundern, dass ich hier Armbänder trage. Also die trage ich nicht immer. Da wundert sich bestimmt keiner mehr drüber. Es ist ja momentan Saison, sag ich mal. Ja, stimmt. Er baut da kreativ. Ja, sicher. Ja, müsst es auch kennen. Wacken! Wacken, ja. Hast du recht, ja. Nee, ja, nicht ganz so. Ja, aber manche kann ich schon erkennen. Oh Gott, ich komme gar nicht hinterher. Was machst du denn da überhaupt? Ey, es ist übrigens wieder teurer geworden, habe ich dir ja schon erzählt. Nee, wir haben nur gesprochen um die 200 kostet die Karte ja normalerweise, ne? Oder ja, letztes jetzt. Jahr. Da war es auch schon bei 190 eigentlich. Nee, 170 war es wohl. Echt? Was willst du von mir? Achso. Was will ich? Stein geben. Aber wenn du mal hochrechnest, ne, wie viel.
an Geld fließt. Ja. Egal in welche Richtung jetzt. Einfach nur Karten kaufen, Bands bezahlen, Bühnen aufbauen und das kostet ja alle Kohle. Kostet alles Kohle, ja. Also mich hat es jetzt auch nicht gemeint, dass sie jetzt nochmal erhöht haben. Das wird jedes Jahr erhöht. Nee. Die haben ja davor 2 Jahre gewartet. Wow, wie gnädig. Ja, aber allein schon vom Strompreis her. Ja, wir haben zwar Sponsoren, aber ist trotzdem alles aufwendig, ne? Ich meine, wenn du 80.000 mal 200 Euro rechnest, ja, ist schon nicht wenig. Ja, und die haben ja auch 200 Bands fast, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Die wollen auch bezahlt werden. Die wollen alle bezahlt werden. Wobei für die ist das ja immer noch Prestige, ne? Für viele Bands, die sagen sich, die gehen dahin, weil es eben Walzwacken ist. Ja. Walzwacken ist. Das stimmt. Ich finde das ein bisschen, oder ich fand das interessant. Ich habe mal in diese Dokumentation reingeguckt. Da gibt es ja Wacken den Film und sowas. Das ist ja Dokumentation. Wacken den Film, ja, richtig. Ich meine, da wäre das gewesen. Da hat man mal so den Unterschied gesehen zwischen Bands, die einfach nur Bands sind und Bands, die seit Jahrzehnten dabei sind. Mhm. Ja, zum Beispiel Motorhead hatten sie da. Du hast ihn schon. Ja, Motorhead war ja auch schon öfter mal da. Und ja, nicht nur das. Die haben ja so erzählt von der Anlage auch, ne? Was die für Leistung. Die Bühne besteht quasi nur aus Lautsprechern in dem Moment, ne? Das stimmt, ja. Und er schreit da rein und trotzdem verstehst du kein Wort. Es ist halt die Musikrichtung, ne? Und aber mit welcher Coolness das passieren? Du merkst denen an, dass das für die in der Arbeit ist, wie was weiß ich, andere Automechanik machen oder so, ne? Das stimmt, ja. Das ist schon sehr erstaunlich gewesen. Er sagt nur, ja, wir sind Motorhead und alles schreit und dann geht die Mucke los. Das war einfach nur verrückt. Und selbst Rammstein, also die hatten sie auch gezeigt, ne? Und selbst die fand ich war nicht so cool drauf wie die. Die sind schon lockerer, ne? Obwohl Rammstein ja schon seit Jahren im Geschäft ist, ne? Stimmt. Aber das war echt ein Unterschied, muss man ganz klar sagen. Also wenn du willst, kannst du das mitbauen. Ja, ich bin gerade mal überlegen, was ich mal mache. Das war schon sehr erstaunlich. Nächstes Jahr ist auch Blind Guardian endlich wieder. Hatte ich gelesen, ja. Endlich wieder in Wacken. Es gibt ja schon irgendwie so 20 Bands, die jetzt schon feststehen wieder. Ja, richtig. Obwohl das gar nicht wichtig wäre für mich. Also ich würde mir trotzdem eine Karte holen, weil einfach das Feeling da so geil ist. Ja, aber die wollen natürlich auch ein bisschen was haben und hier Leute, das könnt ihr euch schon mal ziehen, ne? Ja, natürlich. Klar. Weil letztendlich voll kriegen die den Laden ja immer. Das ist richtig. Es ist ja nicht so, dass die, wenn die Karten verkauft sind, sagen, komm, wir machen noch 20.000 Karten. Das geht ja auch gar nicht. Nee, das von wegen Bestimmungen und ich denke, da werden die dann irgendwo auch noch einen Riegel vorziehen. Ja, wir haben auch Sicherheitsbestimmungen. Ja. Was mich ehrlich gesagt wundert, dass es da noch nicht irgendwie so ein Love Parade gegeben hat oder sonst irgendwelche Scheiße da. Ja, am Anfang ist das ja auch Festivals generell, dass jeder auf den anderen aufpasst und deswegen passiert das nicht. Ja, das heißt also, auf der Love Parade ist es nicht so, obwohl das ja eigentlich die Message ist, oder wie? Ja, ja, irgendwie komisch, ja, dass das passiert ist. Sehr paradox. So, wer Stein zuerst findet, darf ihn bauen. Du hast ihn gefunden, dann bau. Ja, wenn ich jetzt den zweiten finden will. Ja. Ja, es ist natürlich echt traurig, dass sowas passiert ist. Ja, das, es ist halt merkwürdig, dass auf einer Seite klappt sowas mit 80.000 Leuten und auf der anderen Seite kriegen sie es mit 10.000 nicht im Backen. Das ist schon merkwürdig. Paradox da, auch, ja. Dass es da so schleichende Unterschiede gibt. Wurde das eigentlich jemals geklärt? Diese Untersuchung ist jetzt fertig, ja, aber was da rausgekommen ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Auch Wahnsinn, wie lange so weit dauern.
Hat auch lange gedauert, ja. Genau wie mit dem Stuttgarter Bahnhof. Das war ja auch so ein Blöd, das war alles nur Show. Die hätten das Ding so oder so gebaut. Der Hens auch. Also das war nur PR-Gag. Das war alles nur PR. Das habe ich gemerkt, als ich gelesen habe, dass derjenige den Ausschuss geleitet hat, als ich Mitglied der CDU ist, die ja sowieso von Anfang an dafür war. Richtig. Und von da ab wusste ich, es ist alles nur Blödsinn, was sie da labern. Die wollen eigentlich nur, dass die Leute zufrieden sind, die das hören, aber im Grunde gebaut wird, da ist überhaupt nicht die Frage. Genau, die Frage, aber nur um zu beruhigen. Stimmung machen, genau. Das ist so dreist, ne? Wobei die meisten auch noch dagegen waren. Ja, richtig. Also, dafür hat man Politik. So, jetzt sind wir doch beim Thema. Jetzt habt ihr uns so weit. Ja, bleibt nicht aus manchmal. Was hältst du von Donald Trump? Donald Trump. Er wäre für die Republikaner. Für die Republikaner wäre, genau. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Ist schwer zu sagen. Er kennt die Armut auf der einen Seite. Aber momentan ist er ja ein Multi und braucht keine Sorgen haben, jemals auf der Straße schlafen zu müssen. Oh. Das ist eine Gratwanderung. Also er hat Ahnung von Wirtschaft. Und dummerweise ist Politik nur noch Wirtschaft. Aber er ist zu radikal. Das ist, glaube ich, für viele ein Problem. Kommt jetzt der hier? Dass er seine Meinung zu stark vertritt. Beziehungsweise zu stark die wirtschaftliche Meinung. Oder kommt es andersrum? Das weiß ich. Ja, wegen der Aufkleber. Und was steht da oben drauf? Das ist eine gute Frage. Da steht drauf, das ist eine gute Frage. Wird das überhaupt vorgelesen? Wahrscheinlich, sonst hätte Lego. Nee, das wird nicht vorgelesen. Aber ich glaube, das ist der falsche, da habe ich mich vertan, entschuldige. Ist ja nicht schlimm. Doch, es ist tödlich. Kann ich. Doch, sehr. Kriegsentscheid. Passiert. Ui. Oh, la, la, la. Aha, hier. Yeah. Das kommt wieder viel klein, klein. Gehört auch mal dazu. Ja. Demnächst hast du so Sets, da ziehst du einmal oben raus und hast es fertig. Nein, das wird ja der Spaß. Wäre nicht mehr dasselbe, ne? Richtig. Ja, wo ist das? Ist das denn? Ja, doch, ja, stimmt, hast recht. Und dann brauchst du die beiden wahrscheinlich. Ja, genau. Sehr gut. Tast du ab und zu? Ab und zu. Und damit kannst du in eine Mauer springen? Ja, die kannst du dann hier. Ach, deswegen. Aushebeln. Ich habe mich schon gewundert, warum die. Deswegen sind die Haken da. Oh, hä. Oh, hä. Machst du einmal da und ich nehme einmal den. Ja, zweimal, ne? Ja, einmal für dir, einmal für mir. Und wir drehen das immer rum. Nicht schon wieder das gleiche Fehler machen. Fragen nur, wo kommt das drauf? Ich kann das. Genau, auf dieser Ecke. Warum habe ich die da nicht hingesetzt? Das ist auch nicht. Das musst du dich schon selber fragen. Frage mich doch schon. Und? Was meinst du? Habe ich gesagt. Ah, da kommt jetzt der Spruch drauf. Ja. Also, das weiß ich nicht. Nee, das wird auch nicht gesagt. Ach, wahrscheinlich das Reich von Thorin oder so. Wahrscheinlich steht da drauf. Das ist ein bisschen kurz. Da steht ein bisschen mehr. Woher willst du das wissen? Das große geschlossene Reich, und das könnte passen. Das Reich der vielen Särge. Ja, die waren ja vorher nicht da. Das wissen die Särge ja nicht. Das stimmt. So, jetzt kommt das so rum, ja. Und
der Fuß kommt daneben. Ja, bitte. Nein, da passt da was nicht. Aber da fehlt auch was. Ach, da fehlt diese Brosche, ne? Genau. Okay, was gibt das denn mehr? Jetzt gibt's Asin. Jetzt gibt's Asin. Ersehne. Asin. Jetzt kommt wieder so eine Ampel. Ampel? Die Ampel hatte Geburtstag, ne? Ja, stimmt. 101 Jahre. 101 Jahre habe ich auch mitgekriegt. War so am Google. Mit Doodle. Mit Doodle? Google. Ja, ja, genau. Und da habe ich mir so gedacht, was ist das denn für ein Symbol? Da klickst du mal drauf. Fand ich auch immer gut. Ja, ja, und auch die Idee ist nicht schlecht, da mal so ein paar Sachen zu zelebrieren. So Jahrestage, das ist mal interessant. Also manche Sachen sind klar, ne? Aber so die Ampel. Hätte ich auch so nicht auf dem Schirm gehabt, genau. Ja, vor allem, da sind ja viele Verfluchungen auf so eine Scheißampel. Aber man kann sie ja trotzdem mal feiern. Hat bestimmt auch ein paar Leben gerettet. Auf jeden Fall. Nicht jeder kann dann so rasen und so. Das ist schon hübsch. Vor allem für Fußgänger. Ja. Sehr, sehr wertvoll. Kommt das bei dir nicht? Ach, hast du schon. Alles klar. Achso, der fährt auch. Und die zwei. Sehr schön. Es ist ja auch so geil, wenn die Mine geteilt wird, wie groß und geräumig das alles ist. Ne? Ja, wenn schon, denn schon, ne? Was willst du denn doch buddeln, wo du nicht dran aufhalten kannst? Aha, jetzt kommt dann so ein paar und so ein paar. So ein paar. Jetzt kommt ja eine der Flügeltöne. Nee. Wie nee? Ich hab auch meinen Stolz. Ich habe meine Fingernägel nicht gemacht. Gestern. Das ist sowieso so eine Sache mit den Fingernägeln. Das haut auch nicht mehr hin. Früher hatte ich ungefähr nur nach einer Woche musste ich sie machen. Das haut jetzt auch nicht mehr hin. Mit der Zeit. Das ist alles durcheinander. Ja, die wachsen ja mit dem Alter ein bisschen anders. Na, danke schön. Ja, entschuldige. Sicher am Alter draußen, tut mir leid. Ja, wird alt, genau. Ja, gestern auch wieder, da wurde ich auch wieder für 18 gehalten. Ja, warum nicht? Ja. Zu jung sehe ich jetzt wirklich nicht mehr aus. Oder? Das stimmt. Gehst ja streng auf die 50 zu. Na, so schlimm ist es auch nicht. So, dann hätten wir wahrscheinlich die erste Tür schon fertig, oder? Ja, warte, wo kommt das denn? Da, so mittig. Da drüber, gegenüber. Genau gegenüber, ja. Ist die fertig? Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Ja, die Flügeltür wird ja dann zugemacht und dann, also die Türen werden zugemacht und dann sind ja so Löcher drin und dann schießen da schon mit Pfeilen durch die Orks und. Na, schon witzig. Die Frage ist nur. Umdrehen. Das kommt auf der Rückseite. Nee, gut's nicht. Achso, das. Also, du bist da schon. So, müsste eigentlich. Ach, da auf dem Schatten. So. Mhm. Ah, das ergibt Sinn, so als Türgriff quasi. Habe ich jetzt. Die Holztür. Achso, da kommen noch. Welche drauf? Das ist gar nicht so einfach zu sehen, was hier los ist. Ja, die musst du wieder abmachen. Das sind die hier, ne? Mhm, das sind die, die geklebt sind. Oh. Ja, das ist. Warum sagst du nichts? Warum sagst du nichts? Ja, lass sie erstmal bauen, ne?
Okay. Na, der kommt auch ab, da kommt nämlich auch so einer drauf. Schön auf die Maserung. Ja, genau, ganz wichtig. So, und dann kannst du das so rum. Offensichtlich so rum, ne? Ja, muss ja. Dann kommt das Ganze nochmal. Achso, die andere Tür ist das. Na gut, das ist ja logisch. Hast du noch mehr geklebt? Da weiß ich jetzt nicht, welches beklebt ist und welches nicht. Ich vermute mal das untere, aber ich weiß es nicht. Werde ich gleich sehen. Du musst raten. Muss ich raten. Vielleicht habe ich Glück. 50-50 Chance. Ja, das ist fast die Hälfte. Ach, nur fast. Ne, da weiß ich auch wieder nicht. Na, wobei bei denen da wieder nicht. Ja, das ist der Nachteil, wenn man das schon mal gebaut hat, ne? Ja, oh. Das geht ja doch recht gut. Geht auch flott von der Hand. Ja, sind ja nicht mehr viele Steine da, da geht das auch. Je mehr du suchen musst, desto langsamer geht es natürlich. Tja, da fehlt mir so. Was denn? Ein grauer, flacher, einer und einzelner. Okay, cool. Das ist natürlich sehr doof. Mein Gut, ist nur die Tür, da kommst du jederzeit wieder ran. Das ist nicht das Problem. Ach schon. Es fehlt halt einfach nur. Ja, das ist das Problem, wenn das in einer Tür drin rutscht oder fällt oder so. Dann machen wir das wieder. Vielleicht taucht es noch auf. Ja. So, und da fehlt noch mehr. Mehr. Die flachen Einer sind nicht da. Das ist alles nicht dramatisch, aber es ist halt so. Scheiße. Skandal. So, ansonsten kommen die hier wieder drauf. Genau, dann passt es doch. Ja, habe ich ja sogar den richtigen genommen. Bin schon. Tschö. Zu, ob es Sinn gibt. Ja, normal passt das auch. Normal. Normal passt das auch. Ja. Ah. Zeig doch. Das ist wirklich, was er da gemacht hat. Die kommt. Anderen Steinchen kommen dann allein in den anderen Tüten noch. Da wir sind natürlich genau falsch rein. Hm? Ja, die müssen andersrum. Also. Nein, so richtig so. Der Griff ist nein. Nach oben. So, das schon. Wenn du es drehst, ist der Griff nach unten. Ja, hier wolltest du mal. Das war doch in Ordnung. Ja, aber eben falsch von der. Ach, falsche Seite? Falsche Seite. Ach so, ja, deswegen ging sie nicht zu. Könnte sein, ne? Wieso, die ging doch zu. Ja, aber so geht's besser vielleicht. Ach, das. Boah, erzähl mir. Oh Gott, nein, ich hör's schon wieder alles kaputt gemacht. Gar nicht, nur den Griff ab. Der Türgriff ist ab. Ja, die tun ja einen Speer, ein Ding nehmen, um die zu versperren, damit die nicht reinkommen. Ja. So. Cool. Den noch packen. Gibt's ja auch eine? Ne, die ist keine. Das war. Zwei. Tüte Nummer zwei und Heft Nummer eins. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Tütchen wieder und beim nächsten Heftchen. Tschüss. Ciao.